Hi, ich bin's wieder, eure JJ, und heute ist ja Mittwoch. Und Mittwoch um 20 Uhr lese ich ja immer aus meinem pink-glitzerigen JJ-Buch eine gute Nachtgeschichte vor. Und heute ist leider ein bisschen später geworden, aber jetzt lese ich aus meinem pink-glitzerigen JJ-Buch vor. Vollblumig. Ich hatte voll geile neue Schminken gekauft, welche die richtig toll aussah. Die war extra dafür, weil damit man natürlich like a Barbie aussieht und nicht plastik-like Barbie. Aber ich hatte keinen Platz mehr für meine neue Schminke, weil alles schon voll war. Aber egal, ich habe mir eine gute Idee gemacht, weil meine Ideen sind immer schnell und gut. Ich habe einfach eine Blume aus dem Topf ge genommen, weil eine Blume steht auch ohne Topf. Und Beste ist noch, so habe ich auch Schminke in meinem Wohnzimmer noch. Dann ein, zwei, vier oder drei Tage später habe ich Blumen mit Wasser gefüttert und auf einmal war mein ganzer Boden voller Wasser. Na toll, die Blume war sauer, weil ich ihren Topf weggenommen habe und hat auf meinen Boden gepinkelt. Aber hat sie Pech gehabt, mich kann keine Blume nicht verarschen, deswegen habe ich die jetzt ins Klo gestellt, aber muss ich immer rausnehmen, wenn ich pischern muss. Und hier habe ich euch noch mein Klo gemalt mit der Blume. Und das war meine gute Nachtgeschichte. Pau!